Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Es gibt viele wunderschöne Früchte. Und wenn man sie aufmacht oder zerschneidet, ist der Wurm drin. Wenn jemand deine Frucht pflückt, schmeckt sie auch, wie sie aussieht? Wie verhalten wir uns hinter geschlossenen Türen, wo es niemand sieht? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wie ihr seht, habe ich euch heute etwas Obst mitgebracht. Hier ein wunderbares, schönes Obst und hier ein wenig fauliges Obst. Die Bibel sagt uns ja, unser Leben soll Frucht bringen. Und sie sagt uns auch, was für eine Frucht, das wir bringen sollen. Diese wunderbare, schöne Frucht, die Früchte des Geistes, Freude, Friede, Freundlichkeit, Liebe, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Besonnenheit, die Früchte des Heiligen Geistes, wunderbar, makellos. Und dann die Früchte, die wir selber produzieren, Neid, Wut, Eifersucht und so weiter. Und die sehen dann halt nicht so schön aus. Und ich muss euch kurz erzählen, wie ich zu diesem fauligen Obst hier gekommen bin. Ich habe mich beschäftigt mit dem Thema, was ich euch heute sagen soll. Und dann war das so in meinem Herzen, diese Sache mit diesen Früchten und unserem Leben. Und da habe ich gedacht, ja, wo bekomme ich jetzt faulige Früchte her? Und das war am Mittwoch und dann habe ich gesagt, Herr, wenn ich faulige Früchte finde, dann mache ich dieses Thema. Und dann habe ich mich am Mittwoch auf den Weg gemacht und habe gedacht, das kann nicht sein, nirgends gibt es faulige Früchte. Und ihr werdet es nicht glauben, ich war in 3 Läden und überall gab es faulige Früchte. Richtig viele faulige Früchte. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Und ich habe dann so faulige Früchte mitgenommen und ein paar musste ich schon wegwerfen. Die haben es gar nicht überlebt vom Mittwoch bis heute. Aber ich habe doch noch einige Exemplare hier mitgebracht. Ja, gute oder faule Frucht, so heißt das Thema heute. Und eigentlich ist der Aspekt der Frucht die Grundlage eines christlichen Lebens. Es ist der rote Faden des Paulus durch das ganze Neue Testament. Er sagt unter anderem, bringt der Buße würdige Frucht. Und das heißt, nachdem wir unser Leben Jesus gegeben haben, muss ein Ergebnis sichtbar sein. Fruchtbares Leben. Und wie wichtig das ist für unser Leben, sehen wir an der Tatsache, dass wir einmal danach beurteilt werden. Matthäus 7, Vers 18 bis 20. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dies ist eine Aussage von Jesus persönlich. Die Bibel gibt uns nur ein einziges Erkennungsmerkmal, womit wir biblisch beurteilen können. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Dich oder mich wird man an unserer Lebensfrucht erkennen. Hat unser Leben gute Frucht
oder hat es schlechte Frucht? Es heißt nicht, beurteilt nach dem Aussehen. Oder beurteilt sie nach ihren Fehlern, die sie machen. Oder wie viel sie schon im Reich Gottes geleistet haben. Oder wie bekannt und beliebt ist derjenige, nach Ansehen oder Status. Und das sind doch oft die Kriterien, nach denen wir Menschen beurteilen. Die Bibel lässt uns aber nur ein Kriterium, und das ist die Frucht, die ein Mensch hat. Wir haben in unserem Bibelvers gehört, dass es gute und schlechte Früchte gibt. Auch darüber ist die Bibel sehr eindeutig. Sie sagt uns ganz genau, was schlechte Früchte in unserem Leben sind. Galater 5, Vers 19 bis 21. Und da heißt es, gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Und hier werden uns die schlechten oder faulen Früchte dargebracht, verbunden mit einer Warnung. Und wenn wir diese schlechten Früchte da so anschauen, sehen wir, dass es verschiedene Arten auch hier gibt. Wenn wir diesen Apfel hier betrachten, der ist faul und der ist von innen heraus gefault. Unsere Frucht kann von innen her faulen. Und was ist das, wenn wir Neid, Eifersucht, Wut, Zorn in unserem Herzen haben, werden wir innerlich verunreinigt und es fault von innen heraus. Und es gibt aber auch andere Früchte, die haben hier nur so kleine Unreinheiten, würde ich mal sagen. Und da kann auch das von außen hinzugefügt werden. Es gibt auch so Insekten, die stechen die Früchte von außen und dann nagt es weiter und fault von außen. Das ist zum Beispiel, wenn wir, wie wir hier gelesen haben, Aberglaube, übersinnliche Kräfte, ja, wenn diese uns verunreinigen, wenn wir diesen Dingen nachgehen oder ja, Götzenanbetung, sexuelle Zügellosigkeit, sittenloses, ausschweifendes Leben, ja, das verunreinigt uns von außen. So wie wir hier das sehen, da sind so ganz dicke Verunreinigungen dran und da kommt das von außen. Und die andere Seite ist, wenn es von innen verunreinigt wird, ja, aus Wut und Zorn und was auch immer. Und dann sehen wir hier, wenn man da ein bisschen drückt, ja, da, dann gibt es ganz schnell nach und ist ganz wüst dann. Und das fängt auch an zu riechen. Und wenn dann andere in unserem Leben irgendwie so uns einen Stich zufügen oder uns ärgern oder was auch immer, dann sieht es dann so aus. Ja, dann kommt das heraus, was da drinnen ist. Oder wir haben hier auch eine schöne Frucht. Und wenn wir sie umdrehen, ja, dann sehen wir, dass hier auch anfängt zu faulen. Ja. Manches sieht sehr schön aus von außen. Wenn man es dann umdreht, kommt es zum Vorschein, was da ist. Es verändert sich auch unser Aussehen. Wenn wir schlechte Früchte haben, verändert sich unser Aussehen. Und das sehen wir hier im Gegensatz zu diesen
wunderbaren, exakten Früchten, diese fauligen Sachen hier. Es ist eine Eindringlichkeit der Bibel, über die wir nicht einfach so hinweggehen sollten, dass hier die Warnung ausgesprochen wird. Ich lese gerade noch mal. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Also wenn wir schlechte Frucht haben, das ist hier eine Warnung. Und vieles kommt uns bekannt vor und ist uns auch nicht fremd in unserem Alltag. Aber bei vielem denken wir, das betrifft mich gar nicht. Doch wenn nur ein Punkt davon in unserem Leben zutrifft, sollten wir uns besinnen, was das für Auswirkungen in unserem Leben hat. Wer hatte nicht schon einmal Streit oder Neid oder Wut, Uneinigkeit und daraus resultierende Kritik und Beschuldigungen? Und wir müssen daran arbeiten, dass diese Dinge nicht unser Leben bestimmen. Und lassen wir das in unser Leben hinein, fängt es an zu faulen, so wie wir das hier sehen. Wir sehen zwar immer noch schön aus, doch irgendwann kommt das Faulige zum Vorschein. Zum Beispiel wie hier, wenn man das umdreht. Ja, dann kommt es zum Vorschein. Oder wenn man drückt, hier. Es ist ein Prozess, den wir stoppen müssen. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmen kann, hat das Faulige keine Chance. Der Heilige Geist hilft uns, die guten Früchte unseres Lebens zu entwickeln. Die guten Früchte sind die Früchte des Geistes. Und dazu lesen wir in Galater 5, Vers 22 und 23. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Perfekt, reif für den Himmel. Und das hätten wir doch alle gerne. Und du denkst, da fehlt bei mir vielleicht noch einiges, dies oder jenes. Ja, dahin zu kommen ist das Ziel. Und wir sind alle auf dem Weg. Auf dem Weg, die guten Früchte wachsen zu lassen. Da, wo wir Mangel haben, müssen wir daran arbeiten. Wir sind selber verantwortlich, wie die Früchte in unserem Leben wachsen. Die Früchte des Geistes fallen nicht vom Himmel in unser Leben hinein. Eine Frucht muss wachsen. Auch diese Früchte hier waren nicht gleich so groß, wie wir sie hier sehen. Sie sind gewachsen, ganz klein, grün, immer mehr, bis sie reif waren. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Und es heißt hier, damit ihr euch auf den Weg macht. Und da sind wir alle auf dem Weg dahin. Wir sind nicht erwählt, damit wir uns auf den Weg machen, um Frucht zu bekommen, nicht abwarten, bis es kommt, sondern die Früchte fallen nicht vom Himmel. Wir müssen durch diesen Prozess des Wachsens und des Reifens gehen. Unser Charakter verändert sich in dem Maße, wie unsere geistlichen Früchte reifen. Um Früchte zur Reife zu bringen, muss man sie pflegen. Und es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen. Unsere Früchte entfalten sich nicht, weil wir Christen sind, sondern wenn wir daran arbeiten, dass sie reifen. Und wie sieht das in der Praxis aus? Wir werden konfrontiert mit Dingen, die uns nicht gefallen.
Plötzlich sind wir mitten in einem Gefecht, entweder verbal oder vielleicht situationsbedingt. Und dann kommt es darauf an, wie verhalten wir uns. Schießen wir zurück oder üben wir uns in Liebe, Freundlichkeit oder Güte? Handeln wir nach unseren Gefühlen, dann schießen wir zurück und schlechte Frucht wird sichtbar oder spürbar. Wut, Streit oder Feindseligkeit oder was auch immer daraus entsteht. Und das hält das Wachstum unserer Früchte auf. So wie wir uns verhalten, das hat Auswirkungen auf andere Menschen. Mit unseren Früchten können wir Menschen gewinnen oder abstoßen. Und manchmal werden unsere Früchte richtig ausgepresst. Und dann merken wir, dass unsere Früchte vielleicht nicht ganz so reif sind. Manche sind noch grün, manche halbreif und manche ganz reif. Während die Frucht wächst, lernen wir, mit unseren Herausforderungen umzugehen. Und diese Herausforderungen nennen wir auch Prüfungen. Das heißt, da alle Früchte wachsen sollen, werden wir auch mit allen geprüft. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Freude, Selbstbeherrschung, Güte, Treue und so weiter. Und das sind die Herausforderungen unseres Lebens, darin zu wachsen. Die Frucht eines Baumes ist immer für andere. Kein Baum isst seine Früchte selber. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der seine Früchte selber isst? Wenn jemand deine Frucht pflückt, schmeckt sie auch, wie sie aussieht? Es gibt viele wunderschöne Früchte und wenn man sie aufmacht oder zerschneidet, ist der Wurm drin. Das heißt, unser Verhalten ist nicht so, wie es scheint. Und wenn wir hier einige Früchte aufschneiden würden, wäre vielleicht auch irgendwo ein Wurm drin, vor allem in den Äpfeln hier. Die Früchte sehen zwar schön aus, aber innen sind sie faulig. Und heutzutage wird sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Das Leben sieht wunderschön und christlich aus. Jeden Sonntag Gottesdienstbesuch, die Bibel unterm Arm, freundlich nach rechts und nach links. Doch braucht dann jemand dringend Hilfe, hat man keine Zeit. Oder ich bin heute nicht gut drauf. Oder man ist schnell beleidigt oder ärgerlich. Wir müssen Sorge tragen, dass unsere Frucht genauso gut schmeckt, wie sie aussieht. Sind wir sonntags anders als die übrigen Tage der Woche? Die Frage ist, wie verhalten wir uns hinter geschlossenen Türen, wo es niemand sieht? Gott lässt sich von uns nicht beeindrucken. Er sieht es. Jesaja 29, Vers 13. So spricht der Herr: Dieses Volk gibt vor, mich zu ehren, doch sie tun es nur mit den Lippen, mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Und das ist wie eine Frucht, die schön aussieht und innen faulig ist. Und es ist genauso, wenn wir im Lobpreis singen: Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Ich gebe dir mein Leben oder ich beuge mich vor dir. Ich bete dich an und so weiter. Und dann leben wir in Sünde und es ist uns völlig egal, ob unsere Frucht gut ist oder schlecht ist. Jesus hat den Feigenbaum verflucht, weil er keine Früchte hatte und nur Blätter. Er war nur schön anzuschauen und Jesus war hungrig und er hat keine Frucht gefunden an diesem Baum. Er konnte sein Bedürfnis nach Hunger nicht stillen.
Unsere Früchte sind auch für die Bedürfnisse anderer Menschen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Liebe, nach Freude, nach Frieden, nach Freundlichkeit, und das sollen wir weitergeben. Jesus schalt auch die Pharisäer. Sie waren äußerlich schön und doch innerlich verdorben. Otternbrut nannte er sie, weil sie vorgaben, was sie nicht waren. Jesus sagte in Matthäus 23, Vers 3 bis 5, folgt aber nicht ihrem Beispiel, denn sie selber tun nicht, was sie von den anderen verlangen. Sie bürden den Menschen unerträgliche Lasten auf, doch sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Und zu einem solchen Verhalten sagt Jesus: Heuchler. Wir werden Menschen nur gewinnen, wenn unsere Frucht innen genauso ist wie außen. Menschen beobachten unser Tun und Treiben. Wir können sie nur überzeugen, wenn unsere Frucht echt ist. Jesus warnt uns, dass wir uns nicht vom Erscheinungsbild von Menschen verführen lassen. Matthäus 7, Vers 15 und 16. Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man sie an dem, was sie tun. Vers 17. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Und noch den Vers 20. Ebenso werdet ihr die falschen Propheten an ihren Taten erkennen. Wir können uns vor Verführung schützen, wenn wir uns von äußeren Dingen nicht beeindrucken lassen. Beim Zuhören zeigt sich oft die Absicht und der Charakter bzw. die Frucht eines Menschen. Die Frage ist, wie sieht der Ertrag unserer Frucht aus? Dies zeigt sich, sobald wir unter Druck kommen oder in einer Krise stecken. Wenn jemand grob mit uns umgeht, wenn uns jemand beleidigt, wenn uns jemand beschuldigt, wenn unser Ertrag bescheiden ausfällt, kommt Gott, der Weingärtner, und beschneidet uns. Neid muss weg, Ungeduld muss weg, Eifersucht muss weg und so weiter. Er beschneidet uns so lange, bis unser Charakter so geformt ist, dass er uns gebrauchen kann. Johannes 15, Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und das ist interessant. Die Reben, die keine Frucht bringen, schneidet er ganz ab. Dagegen diejenigen, die Frucht haben, werden sorgfältig beschnitten, damit noch mehr Frucht kommt. Das heißt nicht, wer Frucht hat, wird gelassen, wie er ist. Nein, Gott schneidet Dinge aus unserem Leben, die wir gerne behalten würden. Manchmal Dinge, die uns lieb geworden sind, aber Gott nicht gebrauchen kann. Unser Fleisch will das nicht, denn es ist manchmal schmerzhaft. Doch es ist notwendig, dass unsere Frucht wachsen kann, beziehungsweise unser Charakter geformt wird. Zum Schluss noch einmal die Früchte in Galater 5, Vers 22. Diese wunderbaren, perfekten Früchte. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und lasst uns nicht vergessen, wir sind verantwortlich, dass diese Früchte wachsen, nicht Gott. Es liegt an uns,
wie gut und wie schnell sie wachsen. Dies ist ein Prozess in unserem Leben. Und da gibt es auch manchmal Rückschläge. Doch es ist wichtig, dass wir nicht aufgeben, sondern vorwärts gehen. Wir sind nicht perfekt, sondern auf dem Weg. Auf dem Weg der Veränderung, auf dem Weg dem Ziel entgegen, auf dem Weg, solche wunderbaren Früchte zu werden. Amen.